Leute, Sil hier und willkommen zurück zu unserem auszubauenden Chemiepark hier im Dyson Sphere Programm. Ich habe ja so ein paar Sachen gemacht in der Zwischenzeit. Unter anderem habe ich hier nochmal geguckt. Unser Silizium, das wir haben, hatte gar nicht so viele Abbaustellen. Das hat ein Problem. Nämlich, dass wir hier auf unserem Lava-Planeten alles an Silizium verarbeiten, was reinkommt. Aber schlichtweg nicht genug reinkommt. Zu einem Überfluss neigt sich hier bei uns zu Hause die Kohle dem Ende, was echt schlecht ist. Der Rest im Übrigen auch. Und ich habe mir schon mal ausgeguckt. Hier ist so ein, na, einer der beiden gelben. Er hier hat viel Kohle. Hier auch gute Werte bei den Geschichten. Und er hat das hier, womit wir die guten Miner bauen können. Und ich würde sagen, deswegen ist dieses System unser Anlaufpunkt dann. Na, der ist nicht so toll hier. Aber hier, einer der gelben Sterne. Okay, das zu dem Punkt. Ich habe das hier erstmal trocken gelegt, damit wir nochmal ein paar Raffinerien hier hinstellen können. Die ich im Übrigen erstmal holen muss. Und zwar müssen wir jetzt mal die Kohle mit für die Ölverarbeitung benutzen. Weil wir haben einfach schlichtweg ein massives Problem ständig mit Wasserstoff und den Sprit, den wir herstellen. Die Sache ist halt die, dass wenn wir das ändern, also müssen wir Kohle verarbeiten. Ne, den braucht man nicht. Den hier. Wir nehmen erstmal 30, das sollte erstmal reichen. Ja, dass wir dann halt ein bisschen was wegkriegen von dem Wasserstoff. Und wir machen mehr Sprit, den wir ja auch brauchen. Und wenn wir mehr Sprit haben und das mit dem Wasserstoff, dann können wir das wieder hier reinstecken und mehr Graphen bauen, weil das ist der eigentliche Punkt, wir brauchen Graphen. Und das steht hier alles schon wieder rum, wenn wir den Wasserstoff nicht loswerden. Das heißt, das könnten zwei Fliegen mit einer Klappe sein. Die Problematik, die ich jetzt nur habe, ist, ja, wie baut man es jetzt wieder? Ja, also ich überlege, ob man das Band jetzt noch einmal rumlegt und nochmal so eine Trasse baut. Weil, also eigentlich könnte ich das mal durchzählen. Der Punkt ist, ich habe mir bei den Rezepten angeguckt, alles braucht 4 Sekunden, bis das verarbeitet ist. Das heißt, eigentlich brauchen wir, wenn wir hier x Raffinerien haben, hier die gleichen auch nochmal. So, und jetzt müssen wir also mal kurz eben zählen, wie viele das sind. Wie viel haben wir hier? 44. Ha! So viel zum Thema, ich nehme mal 30 mit. Wie viel haben wir hier? Nee, das, nee, nee. Ich will es nicht erweitern. Abwählen. Achso, Escape. Okay, 44 hatten wir gesagt. Naja, guck mal, das sind gar nicht so viel. Hier fehlen nur 8. Wie viel stehen hier in einer Reihe? 12. Das heißt, genau, wenn ich das noch eine Reihe rumlege, würde das vom Verhältnis her passen. Und weil wir jetzt wissen, dass wir mehr Raffinerien brauchen, können uns die Roboters die gleich mal liefern. Da. 30. So. Achso, nee, wir haben ja 30. Wir wollen mehr als 30, ne? Wir wollen die anderen 30 auch noch. Wir wollen 60. Okay, das heißt, wir machen das jetzt so. Erstmal hier die ganzen Greifer optimieren. So, und jetzt... Achso, das geht in die Richtung hoch. Warte mal. Ne, wir verlegen die Greifer nochmal neu. Eigentlich hatte ich doch mal eine Taste belegt, um die Dinger wegzumachen. Wieso geht das nicht? So, das heißt, er schmeißt hierhin Wasserstoff raus. Das verstehe ich nicht. Wieso schmeißt er denn an zwei Stellen... Ach nee, der schmeißt hier Graphen raus. Okay. Gut, machen wir hier innen Graphen.
So. Dann haben wir einen Wasserstoff-Input, richtig? So. Und einen Sprit-Input. Okay, dann ziehen wir das jetzt einmal wieder bis nach hinten durch. Ja, und Strom machen wir dann. Jetzt müssen wir mal kurz bis hierher, ne? Ungefähr so. Dann haben wir zwar einen Überschuss an Raffinerien. Und vor allem stehen die jetzt enger zusammen. Strommasten. Gut, dass ich das doch mal gesehen habe. Ja, so ist das, ne? Ewigkeiten nicht hier gewesen und alles vergessen. So. Warum steht er da vorne wegen dem Band? Ah, egal. Okay. Dann haben wir hier jetzt noch mehr Graphen, aber das ist jetzt auch nur eine temporäre Geschichte, weil das stagniert ja eh gleich wieder. Der Rest fängt ja eben nicht mit an zu arbeiten. Naja, zumindest mal die hier. Naja, also wir haben ein wenig Bewegung. Jetzt müssen wir uns für was überlegen. Und zwar... Gut, davon haben wir jetzt genug. 44 Raffinerien müssen wir jetzt hier irgendwie wieder reinkriegen. Und das wird wahrscheinlich genau so eine Schneise nochmal. Weil für dieses Rezept brauchen wir auch 3 Eingänge und einen Ausgang. Und jetzt ist die Schwierigkeit, wo nehmen wir es her? Kohle, Wasserstoff und Sprit. Ich würde ja fast sagen, wir nehmen den von hier. Weil hier ist das sagen wir mal, Ankunftsband von dem hier. Heißt, wir klauen uns das hier raus. Ich bleib mal noch eine Ebene hoch. Und würde sagen... Moment. Genau, wir gehen jetzt da raus, prioritär, also prioritätenmäßig. Ja, genau. So. Jetzt ist die Sache. Hier verbrauchen wir Sprit, hier erzeugen wir Sprit. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, bevor das da reingeht, muss das erstmal zur neuen Anlage hier mit nach hinten. Das heißt, wir cutten das mal hier. Ziehen das mal hier raus. Dann haben wir das. Kohle habe ich schon besorgt. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir es aufbauen. Ob wir das auch nach dem Layout machen. Und wenn, also ja, von mir aus, ne? Das Ausgangsband, ja gut, ne, also das ist jetzt alles kein Drama. Die einzige Frage ist mit den 3 Outputs, obwohl das war mit dem Wasserstoff auch so, dass es 3 Output hat. Ja gut, und es sind Stack-Inserter, ne, die pushen ja die Weltgrenze nochmal hoch. Ja, das passt schon. Also... Dann legen wir los. Wir fangen hier an. Einmal nach da hinten, bitte. So. Du. Einmal nach da hinten, bitte. Ich glaube, was wir jetzt nicht haben, ist, dass es proliferiert ist. Haben wir ja eh nicht im Moment, aber obwohl, wir sollten es ja dann eigentlich bekommen. So, hier kommt Kohle. Eins mal hier so ein bisschen parallel irgendwo bis hierher. Denn die Kohle ist auf jeden Fall nicht proliferiert. Sollten wir dann hier aber machen, würde ich mal sagen. Ja, da waren jetzt schon wieder etliche Bänder weg, ne? So, dann bauen wir die Dinger mal rauf.
auch wenn wir es gerade nicht haben. Einen daneben. Grüne Bänder haben wir nicht. So. So, mal gucken, ob wir dann genug Graphen haben. Ich glaube ja noch nicht. Ich fürchte, wir werden das doch mal nochmal bauen müssen quasi. Na, wir werden sehen. So, Kohle, damit fängt dann alles an. Legen wir wieder los mit denen hier. Warte mal, wir können ja vielleicht den nehmen. Der hat immerhin die drei Eingangsdinger. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist hier das Ausgangsband. Das mal eben schon mal bauen, sonst verliere ich den Überblick, wo das hinkommen muss. So. Und den Rest legen wir hinten rum wieder. Müssen wir einmal Rezept wechseln. So, dann haben wir auch Kohle. Die können wir dann reinschmeißen. Eigentlich müsste das doch so gehen, oder? Sollen wir mal... Genau, den können wir noch dahin machen. So, und das Gute ist, dass unsere Roboter uns direkt wieder beliefern. So. Ja, perfekt. Mein Gott, ist das ein Krams, ey. So. 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 So, damit ist Wasserstoff wieder ein bisschen Durchsatz. Achso, ich bin ja... Ach doch, doch, doch. Genau, es gibt hier das als Ausgang. Das müssen wir nochmal... Also müssen wir das festlegen? Eigentlich ja nicht, ne? Es kann ja nur einen Ausgang geben. So. Ah, ich habe gerade überlegt. Man muss das dann so machen, wenn man das umdreht, ne? Ja, wir werden das gleich sehen. So, wir haben jetzt mehr Sprit als vorher. Und der muss jetzt hier rein, ne? So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den da wieder rein? Man da durch hier. Da würden wir durchkommen. Aber wir kommen sogar richtig durch. Cool. Ja, dann machen wir das. Na, was ist denn da schon wieder durchgelaufen? Moment. Ja, weil das das falsche Rezept ist, ne? So, und jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, wo ist das reingelaufen? Hier. Ja, erstmal gucken, wo das Band lang geht. Das da. So, okay, da steht's. Okay, haben wir. So, und das ist nicht richtig. Genau, perfekt. Jetzt haben wir es. So, warum ist hier nichts? Weil hier Sprit fehlt, richtig? Und jetzt kommt hier mehr Sprit, bringt aber auch nicht viel.
Jetzt überlege ich, ob wir hier noch einen Splitter hinstellen sollten. Ja, das geht zum... Eins geht gerade durch, das andere kommt. Ja, ich glaube, wir sollten das schon so machen, oder? Es muss halt eine ganze Menge mehr passieren, ne? Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis jetzt. Uns mal an, ob ich mit meiner Hoffnung, Vermutung recht hatte. Oh, was ist hier los? Warum ging das nicht? Okay. Oh, so, Strom. Einer reicht einer? Ne, einer reicht nicht. Aber wir produzieren jetzt mehr Sprit. Und das heißt, wir verbrauchen auch den Wasserstoff. Aber das reicht natürlich noch nicht, ne? Also das muss jetzt nochmal so ein Ding sein. So, jetzt kommt hier schon mal ein bisschen mehr. Und eigentlich... Ich überlege gerade... Ich glaube, das, was hier am Ende durchläuft, das muss dann weiter. Ich glaube, wir brauchen das hier gar nicht splitten. Ich rupp mal den Splitter weg. Was nicht geht, weil da noch einer draufsteht. Okay, dann machen wir es so. Und du musst vor allem so sein. Und am Ende hauen wir das dann, naja, irgendwo wieder drauf, ne? Guck mal, die können doch hier auch weg, oder nicht? Ist alles mit weißen Insertern? Brauchen wir nicht mehr. Also es tut sich auf jeden Fall ein bisschen was. Naja, wir gucken mal. So, was jetzt ja nicht geht ist... Dass wir den nehmen können und hier rüberstellen, genau, weil da fehlt ein vierter Slot, das wäre echt cool. Aber ich kann das natürlich einfach schlichtweg um 1 versetzen. Dann würde das ja wieder gehen. Warte mal, wenn ich den drehe, ja genau so. Dann versetzen doch wir das um 1. Dann haben wir hier jetzt wirklich unser Ausgangsband. Das kann ich ja eigentlich auch hier nach vorne durchziehen, oder nicht? Ey, komm, ich mach das. Ich leg das jetzt einmal hinten rum. Dann ist gut, ach, out of building range, so. So. Ah, jetzt wird es hier nämlich schon ganz schön eng. So, er muss dann rauslegen, wenn er dann irgendwann Strom hat.
So, und da kommt jetzt eine ganze Menge Sprit. Obwohl wir den noch gar nicht loswerden, ne? Der hat sich gerade hier schon aufgestaut. Warum eigentlich? Ach so, ja, weil ich den noch nicht final da wieder zurückführe. Und das ist natürlich jetzt logistischer, naja, logistischer Albtraum, aber naja. Okay, wir ziehen das jetzt hier rum. Wie viel ist da breit? So müssten wir das machen. Also, weil ich mich jetzt nicht verguckt habe, so. Ja. Oh Mann. So, der Blick auf die Uhr sagt, ne, es kostet einfach unheimlich Zeit. Also wenn ihr ein schnelles Spiel sucht, das ist das Falsche. So. Okay, haben wir es. Dann drehen wir den Spieß jetzt einmal um hier. Ja, Strommasten kommen gleich. War doch gut abgeschätzt hier, der Platzbedarf. So, und jetzt? Muss das Öl hier irgendwie wieder mit dran. Und ich würde fast sagen, wir nehmen den einen weg. Nanu, wo ist das denn überhaupt jetzt? Achso, jetzt ist die Frage, welches Öl, ne? Und vor allem... Ja, das nicht. Das hier müsste das ja dann sein. Was verstehe ich denn jetzt gerade eben nicht? Wieso, was schleppt sich denn jetzt hier? Und das ist jetzt echt ein Stück weit mein Problem. Also wir haben A, ein Wasserstoffproblem, das muss weg. Und das löst sich jetzt quasi ja noch nicht auf. Und das liegt nicht am aufgestauten Öl. Wasserstoff kommt nicht weg. Und dafür ist ja eigentlich das hier gedacht gewesen. Hier fehlt es aber an Öl. Und jetzt machen wir einen Kreislauf draus, habe ich beschlossen. Also, wir nehmen den hier und schmeißen den jetzt hier wieder drauf. Mal gucken, ob und wiefern das funktioniert. Wir können hier so machen. Und vielleicht, ja, vielleicht einen. Das sieht so langsam aus. Das müssen wir natürlich verschnellern. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Aha. So, aber jetzt haben wir hier wieder...
Also muss ich das Ding da doch drüben haben. Ach, jetzt ist da... So, passt das jetzt? Moment. Das arbeitet jetzt alles. So, dann kommt hier ein wenig zurück. Und eigentlich sollte das jetzt genug Wasserstoff verarbeiten. Wir haben zumindest mal ein bisschen Graphen. Oder was habe ich da gerechnet? Also hier kommt raus ein Wasserstoff bei der Ölherstellung. Wenn wir das zum Graphen machen, dann nehmen wir zwei Wasserstoff und machen drei draus. Das heißt, hier kommt ein Wasserstoff dazu. Und hier wird ein Wasserstoff ja wieder verbraucht. Und das heißt ja eigentlich... Warte mal, wenn wir es so rechnen, alle 4 Sekunden kommt ein Wasserstoff. Hier verbrauchen wir alle 4 Sekunden 2. Oh ja, wir verdoppeln das aber, ne? Und hier nehmen wir wieder nur eins weg. Das heißt, wir bräuchten doppelt so viel von dem hier. Ja, ich meine, im Grunde genommen... Wie war das mit den Chemiefabriken? Dann mache ich das Ganze jetzt nochmal. Ich weiß nur noch nicht wo. Irgendwo anders. Vielleicht hier oder so. Dann ziehe ich das hier weiter und... Ja, mach das hier, glaube ich. Da muss ich ja nicht so viel Wasser wegmachen. Aber das mache ich mal off-camera und dann sehen wir mal beim nächsten Mal, ob das dann hinkommt. Weil aktuell würde ich sagen, da ist noch Potenzial. Und vor allem, warte mal, der Witz ist doch, hier brauche ich zwei Kohle, um einen Graphen zu machen. Und hier mache ich... Achso, ja, gar keine Graphen aus Kohle. Aber ich vervielfältige den Sprit und mache aus einem Sprit dann ein Graphen. Mein Gott. Okay, Leute. Ich würde sagen, mit dem Anblick unseres neuen Chemiewerks verabschieden wir uns. Ansonsten, lasst euch gut gehen, haltet die Ohren steif. Tschüss.